So, herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video, wo wir wieder irgendwas Ekliges probieren. Diesmal sind Insekten wieder dabei. Hartrider, Juni, Toni und Lumo. Womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, mit den Damen fangen wir. Ja, ich werde die großen Namen. Das sind Zooprofa-Larven, heißt das so? Und jeder nimmt sich einen raus. Ein bisschen hier anders, komm mal. Abreiß noch einmal so ganz. Oh, einmal ganz lang. Habt ihr schon? Nee. Abreiß so, noch ganz. Ganz, oder? Also die Fühler sind noch dran. Er schmeckt irgendwie wie Popcorn oder sowas. Easy. Schmeckt gar nicht so viel. Es geht voll durch. Aber ich finde die geht voll fit. Schmecken so wie. Die Mais irgendwie ist. Ja, yeah, yeah. Mais irgendwie. Den Nachgeschmack komisch. Ist ja so Mais. Ja, aber so ein bisschen Mais-mäßig. Ich finde ihn nicht schlimm jetzt. Ist dann als der Nachgeschmack gleich nach Seife. Von Seife? Nee, nein, die als letzte. Er ist jetzt auch dafür. Und die als vorletzte. Ja, ey, komm, die sind richtig. Nein, lass die jetzt erzählen. Ein Mocha. Was ist das? Von mir ein. Das sind. Einfach nur Mehl. Nee, das sind Mehlwürmer und Curry wahrscheinlich. Okay, der Nachgeschmack ist wirklich komisch. Kommt ja, hier jeder so eine Krise. Ja, wäre ich auch für. Ja, hat zwar ganz richtig drauf. Der ganze Dings hier. Ich wollte nur alle warten. Echt? Los! Ich würde gerne hingefallen. Eigentlich auch noch. Wollt ihr lecker wischen, ne? Oh, ja. Komm, ich bin nur eine halbe hier. Ey, wir waren doch in Essen, Jungs. Was geht ab mit euch? Oh. Ja, einfach. Leicht bitter, mehr nicht. Ja, mhm. Und irgendwie milch. Mhm. Ja, milch irgendwie, ne? Mhm. Das ja irgendwie mhm. Und jetzt Mehlwürmer in Curry Madras. Mhm, toll. Mit derselben Scheiße. Oh, ein bisschen Würze. Komm, setz dich mal. Komm, ich bin eine Kelle. Ja, ja. Das ist überhaupt nicht mal probieren, was ihr macht. Ich sag nicht, ich finde es hier so. Ich kaufe immer noch die anderen Mehlwürmer. Ich finde die ohne Soße viel besser. Mhm. Ich bin mal gespannt, Leute, ne? Was hast du genau auf Abwehr? Was sagst du dazu? Steck mir die Nasenlöcher. Was kann ich nicht? Nee. Alter, ich hab hier eine Zwing drin. Was ist das für ein Scheiß? Komm, weiter. Oh, jetzt kommen die Dinger. Vor denen habe ich ein bisschen Angst, ne? Ja, ich auch. Grillen. Alter, die sehen auch dick aus. Komm, warte, okay, warte. Fünf. Hier, warte. Die sehen richtig abartig aus. Aber jeder nur eine, ne? Ja, Mann. Brauche ich immer eine kleinere raus. Davon kannst du ruhig mehr essen. Nein, nehmen wir eine richtig dicke. Eine richtig dicke Sache. Boah, die von den Dinger eklig ist aber echt. Komm her, nimm die hier, komm. Nein, Junge. Das macht schon. Ich, Junge. Alter, die Fühler und sowas sind auch alle dran. Plätz bestimmt nicht. Wow, komm, einmal abbeißen, ne? Abbeißen? Nein, direkt weg. Nein. Komm, abbeißen. Ja. Ich hab's mir schon mal vorgestellt. Ich finde, die schmecken irgendwie jetzt wie Traubensaft. Okay, der Nachgeschmack ist irgendwie. Ja. Boah. Muss ich nicht haben. Nee. Boah. Aber kann ich nicht beschreiben, wie die schmecken. Boah. Ich auch nicht. Boah, der Nachgeschmack ist richtig. Der Nachgeschmack stinkt einfach nur so. Irgendwie schmecken die ein bisschen wie Maggi. Maggi. Alle schmecken jetzt wie Maggi. Jetzt kommen die ekligsten Dinger eindeutig. Hey, jetzt kommt. Nee, ich glaube, das ist das krasseste. Einfach nur Heuschrecken. Mal wie riesig die sind. Boah, hier, guck mal kurz da fast. Opa. Nee. Die sind wirklich riesig. Ganz. Ja, da drinnen ganz. Die sind heute echt dunkel. Die schimmeln bestimmt von innen schon. Warum sollten die schimmeln, Junge? Mein Scherz. Alter! Komm, wollt auch mal. Nee, nee. Wollen wir erstmal so kopfbereit, so den Körper? Ich den nein, gleich weg. Nein, lass den Körper abbeißen. Ja, komm. Wollt ihr nicht alles essen? Ich leck hier die Augen. Boah. Boah, sind die bitter. Boah. Die Konsistenz ist eklig, weil die von innen auch irgendwie so flüssig sind oder so roh oder so. Das ist ja. Boah.
Oh, sind die bitter. Die schmecken so leicht nach so Olivenöl. Ja. Ja, ein bisschen was von Oliven, ne? Ja. Boah, aber widerlich. Bäh. Oh, wird immer mehr im Mund, ey. Das wird immer mehr. Also ich fand diese, wie heißen die? Phobalarven oder so, die fand ich am leckersten. Oh, schade, die hatten mal von Pudding drin. Ja, am besten waren die. Ja, die waren auch okay. Mehlwürmer. Ja, ich finde auch eindeutig die Mehlwürmer und diese hier, die gehen auch befüllt. Mhm. Aber das letzte ging gar nicht. Aber ich finde die letzten beiden Sachen. Ja, davon würde ich auch mal hinnehmen. Die kann man so zum Bier oder so snacken. Ja, ehrlich jetzt. Oder zum Abend. Auch die Mehlwürmer, die kann man locker so essen. Also im Kino so. Im Kino. Guck mal hier, da kann man auch mal lesen, wie viel Protein die Gänge haben. Eiweiß 41 Gramm. Ja, pro 100. Das sind pro 100, 10. ja. Und Kohlenhydrate nur 2,4 Gramm. Das ist doch gesund. Training, los. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr so von Optik am ekligsten fandet, so vom Geschmack her. Eindeutig die Heuschrecken und dann kommen die Grillen so. Eigentlich hatten wir die leckerste Anordnung so schon. Digga, was geht ab? Anhand der Verkostung. Was geht ab, Digga? Ganz gut. Jetzt kommt nochmal Askan ins Bild. Nee. Niemals. Doch. Nein. Nicht so, die gehen echt klar. Askan will, glaube ich, essen. Er leckt ja schon mal rum, so richtig. Sollen wir den Sandwich rausmachen? Askan, essen mal, komm, sag mal Mann. Ja, wieso ich nicht nur ablecken, ist kein Eis. Was machst du denn da? Ach nee. Was ist das jetzt? Solange Hartzweilers Hund da noch mit der Heuschrecke rumspielt, beenden wir das Video. Dann würde ich sagen, nee, eine Verkostung. Doch, es gibt noch eine Jellybeans-Runde. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.